Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Das ist, ich meine, bei tausenden Veranstaltungen der Böll-Stiftung trotzdem was Besonderes, wenn man sein eigenes Buch präsentiert, wenn man ein Buch schreibt. Das ist, gilt, glaube ich, für die allermeisten Autorinnen und Autoren. Das hat ja was Missionarisches auch. Also man braucht ein richtiges Anliegen, jedenfalls, wenn man so ein Buch neben einem Fulltime-Job sich aus dem Rippen quetscht, ist ja auch eine große Anstrengung, muss man schon das Gefühl haben, dass man auch was zu sagen hat. Aber wenn man dann liest, dass auf der Leipziger Buchmesse 20.000 neue Bücher präsentiert werden, dann wird man schon wieder etwas demütiger und merkt, dass man doch nur Teil eines großen öffentlichen Diskurses ist, und hofft, dass man trotzdem noch ein gehöriges Quantum Aufmerksamkeit findet. Das Buch hat tatsächlich, für mich gibt es da ein großes persönliches Anliegen, in gewisser Weise den Diskurs, den ökologischen Diskurs zu verändern, der bisher sehr stark durch die zwei G-Wörter bestimmt war, nämlich Grenzen und Gefahren. Und nicht, dass wir nicht vor großen Herausforderungen stehen würden, aber ich bin überzeugt davon, dass wir nur eine Aufbruchsstimmung erzeugen können und die Veränderungsdynamik in Gang setzen können, die notwendig ist, wenn wir eine Geschichte erzählen, die stärker von Chancen und Möglichkeiten bestimmt ist. Ist also der Versuch, sowas wie eine grüne Fortschrittsgeschichte zu erzählen. Und der Ausgangspunkt war sozusagen mein Hadern mit der Schizophrenie der Wachstumsdebatte im grünen Umfeld. Zum Teil auch bei uns in der Stiftung. Wir haben dazu sehr unterschiedliche Auffassungen. Und ich will gleich sagen, das ist kein Stiftungsbuch. Das ist wirklich ein Buch, was ich ganz auf eigene Verantwortung geschrieben habe. Also wir haben eine richtige neue Hochkonjunktur einer im Grunde alten Debatte aus den 70er Jahren über Grenzen des Wachstums, jetzt mit neuen Stichworten Postwachstumsgesellschaft oder sogar Degrowth-Bewegung. Das ist vor allem stark, sagen wir, an den Universitäten, in den Feuilletons. Und gleichzeitig haben wir eine Europadebatte, eine Debatte um Eurokrise, in der Jürgen Trittin im Parlament die Kanzlerin angreift, weil sie keine Wachstumsperspektive für Europa eröffnet. Und weil wir uns nicht aus der Krise einfach heraussparen können. Und noch stärker geht es mir darum, dass wir diese Wachstumsdebatte nicht als eine Art deutscher oder westeuropäische Nabelschau führen können, sondern dass wir den Blick öffnen müssen in die Welt. Und zwar in eine Welt, die von einer enormen Wachstumsdynamik gekennzeichnet ist. Wir leben in einer historischen Wachstumsepoche, in ökonomischen Kategorien. Und die wird vor allem angetrieben von den Wünschen, von den Ambitionen, dem Unternehmergeist von Milliarden Menschen, die auf dem Weg in die industrielle Moderne sind, aus sehr miserablen und armseligen Lebensverhältnissen. Dazu kommt das Wachstum der Weltbevölkerung und eine Verdoppelung etwa der Erwerbsbevölkerung, die ist heute global 3 Milliarden, die wird bis Mitte des Jahrhunderts auf rund 6 Milliarden wachsen. Also eine Verdoppelung der Zahl der produktiven Menschen. Und das sind alles Triebkräfte, die einen enormen globalen Wachstumsschub hervorbringen. Wir hatten in den letzten 20 Jahren etwa seit dem Fall der Mauer und dem neuen Schub der Globalisierung globale Wachstumsraten von 4% im Jahr. Dreimal so schnelle ökonomische Entwicklung in den Ländern des Südens als in den alten Industrieländern. Und trotz aller Finanzkrisen und trotz aller ökonomischen Verwerfungen muss man davon ausgehen, dass dieser Trend sich fortsetzen wird, und selbst wenn er nicht
in dieser Größenordnung bleibt, muss man von einer Verdoppelung der globalen Wirtschaftsleistung in den nächsten 20 bis 25 Jahren ausgehen. Eine Verdoppelung. Und das bedeutet eine massive Zunahme auch von Güterproduktion. Das ist nicht nur qualitatives Wachstum, das ist auch Wachstum von Quantitäten. Von Gebäuden, von Haushaltsgeräten, von Fahrzeugen, von Gütern aller Art. Und das ist eine gute und eine alarmierende Nachricht. Eine gute Nachricht ist es deshalb, weil damit für viele, viele Menschen auf dem Globus sinkende Kindersterblichkeit, längere Lebenserwartung, bessere Bildung und sozialer Aufstieg im großen Stil verbunden ist. Das war auch bereits in den letzten 20 Jahren der Fall. Und alarmierend, weil eine Verdoppelung des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen von heute auf einen ökologischen Supergau hinauslaufen würde. Das alte, ressourcenfressende und energieintensive Wachstumsmodell ist nicht steigerbar. Da gibt es für mich kein Vertun. Aber Nichtwachstum ist jedenfalls im globalen Maßstab auch keine Alternative. Und deshalb lautet die zentrale Herausforderung der kommenden Jahrzehnte, das globale Wachstum in eine grüne Richtung zu lenken. Vom Raubbau an der Natur zum Wachsen mit der Natur. Das ist die Idee hinter dem Buch. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch in der Bundesrepublik und in Europa größere Ziele stecken können als die gerechte Verteilung eines schrumpfenden Wohlstands. Europa hat das Potenzial, hat alle Voraussetzungen, um zum Vorreiter einer neuen industriellen Revolution zu werden. Und für mich wäre es absurd, wenn wir versuchen würden, uns abzukoppeln von dieser dynamischen Weltwirtschaft, statt zu versuchen, zu einem Pionier zu werden für nachhaltiges Wachstum, für eine florierende, für eine prosperierende Ökonomie, die die natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstört. Im Kern geht es dabei um die Abkopplung von ökonomischer Wertschöpfung und Naturverbrauch. Das ist die große Herausforderung. Und dafür braucht es eine doppelte Kraftanstrengung, eine kontinuierliche Steigerung der Ressourceneffizienz und eine weitgehende Dekarbonisierung der Ökonomie. Also den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien, von begrenzten zu erneuerbaren Rohstoffen, von der Wegwerfgesellschaft zur Kreislaufökonomie, eine alte grüne Idee. Die alte Formel, Steigerung des Outputs, also ökonomisches Wachstum durch gesteigerten Input, also durch mehr Rohstoffverbrauch, mehr Energieverbrauch, die führt tatsächlich zum Ruin des Planeten. Die Formel der Zukunft heißt, aus weniger mehr machen. Das ist sozusagen ein neuer Sinn des alten grünen Slogans, weniger ist mehr. Aus weniger an begrenzten, an knappen natürlichen Ressourcen, an mehr an Wohlstand zu erzeugen. Und das ist ein gewaltiges Innovations- und Investitionsprogramm. Wir unterschätzen leicht, wenn wir vom ökologischen Umbau der Industriegesellschaft sprechen, dass es dabei im großen Umfang um Investitionen geht, um ressourceneffiziente Technologien, um regenerative Energien, um intelligente Stromnetze, neue Werkstoffe, vernetzte Stoffkreisläufe, Elektromobilität, Modernisierung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Umbau der Städte, CO2-Recycling, Verknüpfung von Hightech und Biolandwirtschaft. Das sind nur so ein paar Stichworte. Also im Grunde eine komplette Erneuerung unserer Infrastruktur und unseres Produktionsapparats. Und wer diesen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft will, der braucht mehr an Erfindungsgeist und mehr an Unternehmerinitiative und mehr an Innovation und nicht weniger. In einer schrumpfenden Volkswirtschaft sinken auch die Investitionen.
Die Erneuerung des Kapitalstocks verlangsamt sich und nötig ist aber gerade das Gegenteil. Auch deshalb macht es aus einer ökologischen Perspektive wenig Sinn, sagen, eine Degrowth-Strategie zu betreiben, weil sie gerade zu einer Verlangsamung dieser Transformation führt. Ich bin überzeugt davon, dass wir schon mitten in einer industriellen Revolution stehen, die nicht nur die Produktionssphäre, sondern auch unsere Alltagswelt verändern wird, vergleichbar der Elektrifizierung oder dem Siegeszug der digitalen Technologien. Wir müssen vorwärts zu einer neuen Synthese von Natur und Technik. Ernst Bloch hat dazu in seinem Prinzip Hoffnung, seinem philosophischen Hauptwerk, den schönen Begriff der Allianztechnik gefunden. Also der Koproduktion oder der Koevolution von Mensch und Natur. Ich nenne das in dem Buch Wachsen mit der Natur. Und das heißt auch Lernen von der Natur. Die Evolution hat großartige Erfindungen hervorgebracht, von denen wir lernen können, angefangen von der Aerodynamik von Fischen, die jetzt Pate steht bei der Konstruktion von Schiffen und Fahrzeugen, oder der Elastizität und Reißfestigkeit von Spinnenfäden, die sagen, jede bisherige künstliche, jeden Kunststoff oder Stahl übertrifft, oder die Fähigkeit von Bakterien zur Umwandlung von Schadstoffen, die wir zur Sanierung kontaminierter Böden nutzen. Es gibt unendliche Beispiele dafür, wie wir aus der Kreativität der Evolution selbst lernen können. Dazu gehört auch das Produzieren und Konsumieren in Stoffkreisläufen. Die Natur kennt keinen Abfall. Heißt das, dass es keine Grenzen des Wachstums gibt? Es gibt ökologische Grenzen des Wachstums. Das ist für mich auch außer Frage. Deren Überschreiten zu katastrophalen Verwerfungen führt, zu einer Gefährdung der menschlichen Zivilisation. Das sind vor allem drei. Das ist die Stabilität des Erdklimas, das ist die Verfügbarkeit fruchtbarer Böden, diese Humusschicht von 20 bis 50 Zentimeter, von denen die Welternährung abhängt und die zunehmend erodiert, die zunehmend knapper wird. Und das ist die Verfügbarkeit von Süßwasser. Wir haben in wachsenden Bereichen der Welt bereits heute eine Trinkwasserkrise. Der springende Punkt ist aber, dass aus diesen roten Linien, die durch die Tragfähigkeit der globalen Ökosysteme bestimmt ist, dass aus diesen roten Linien keine fixen Grenzen für die ökonomische Wertschöpfung folgen. Was Menschen auf diesem Planeten möglich ist, wird nicht in erster Linie durch geophysikalische Faktoren bestimmt. Unsere allerwichtigste Ressource heißt Kreativität. Das gilt auch für den Faktor Energie. Energie ist nicht begrenzt auf dem Planeten. Dabei geht es nicht nur um die Gewinnung von Strom und Wärme aus Sonnenenergie, sondern perspektivisch um die Photosynthese, also die Umwandlung von Sonnenlicht, Wasser und CO2 in biochemische Energie als Basis einer neuen Produktionsweise. Ich will keinen Gegensatz aufmachen zwischen einem verantwortlichen, wenn man will, moralischen Lebensstil und wissenschaftlich-technischer Innovation. Es ist gut und richtig, weniger Fleisch zu essen, mehr mit dem Rad und mit der Bahn zu fahren, keine Produkte zu kaufen, für die die Menschen geschunden werden oder Regenwälder abgeholzt werden. Aber ein nüchterner Blick auf die Größe der ökologischen Herausforderung zeigt, dass sie mit Appellen zur Genügsamkeit nicht zu bewältigen ist. Nullwachstum löst kein einziges ökologisches Problem. Das bedeutet ja nur, dass der Naturverbrauch konstant bliebe. Und auch weniger vom Gleichen ist nicht genug. Wenn es richtig ist, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts die CO2-Emissionen global mindestens halbieren müssen, bei gleichzeitig wachsender Weltwirtschaft und der Hoffnung von Milliarden Menschen auf sozialen Ausstieg, dann ist das nicht zu schaffen, indem diese relativ kleine Schicht global gesehen der Wohlhabenden auf dieser Welt zur Enthaltsamkeit verdonnert werden.
ohne groß angelegte Effizienzrevolution und den Übergang zu erneuerbaren Energien werden wir den Wettlauf mit dem Klimawandel nicht gewinnen. Und wenn wir mal die Energiewende als Pilotprojekt für diese ökologische Transformation nehmen, dann wird das sofort deutlich. Eine Reduktion von 90% CO2-Emissionen in unserem Energiesystem ist nicht zu schaffen, indem wir nur noch 2 Stunden am Tag das Licht anschalten oder die Heizung auf 10 Grad runterregeln und nicht mehr fliegen und keine Ananas oder Avocados mehr essen, weil sie ja importiert werden müssen, und die Waschmaschine abschaffen und auf das stromfressende Internet und Computer und Handys verzichten, selbst wenn wir dazu bereit wären, was ich bezweifle, sondern es ist eine große Innovation mit erneuerbaren Energien, mit intelligenten Stromnetzen, mit neuen Technologien, mit mehr Ressourceneffizienz, mehr Energieeffizienz, mit intelligenten Gebäuden, die mehr Strom erzeugen, als sie verbrauchen. Die Beispiele lassen sich endlos vergrößern. Also ein dynamischer Prozess der Erneuerung unseres Energiesystems, der gleichzeitig neue Jobs und Einkommen schafft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in eine Sackgasse begeben, wenn wir sagen, Ziel der ökologischen Politik ist ein anderer Mensch. Mir geht es nicht um die Umerziehung des Menschen, sondern Ziel ökologischer Politik muss eine radikal andere Produktionsweise sein. Das hat auch einen Demokratieaspekt. Wenn man behauptet, dass die ökologische Krise nur zu bewältigen ist durch eine drastische Reduktion von Produktion und Konsum weltweit, dann landet man sehr schnell bei autoritären Konsequenzen. Wenn die Menschheit nicht freiwillig auf materiellen Komfort, auf geräumige Wohnungen, auf Autos und Flugreisen, auf Mode, auf Mobiltelefone, Computer und so weiter verzichten will, ja, dann muss man sie zu ihrem Glück nötigen. Und dann gerät die Demokratie im Namen der Ökologie in Gefahr. Und man kann diese autoritäre Versuchung der Ökologie schon in den Limits to Growth nachlesen. In diesem epochalen Werk von 1972, ohne die Bibel der grünen Bewegung. Wenn man das nochmal liest, dann sieht man, dass das hinausläuft auf eine rigide Kontrolle von Produktion und Konsum und selbst der Geburtenraten. Und ich will keine Gesellschaft und keine ökologische Utopie, die geprägt ist von rigider Moral und rigiden Vorschriften. Also nicht von dem Du darfst nicht, sondern von der Perspektive auf eine Zukunft, die voller Möglichkeiten steckt, ohne die Menschen aus ihrer Selbstverantwortung, aber auch nicht aus ihrer Freiheit zu entlassen. Das ist mir ein zentrales Anliegen. Die Grünen sind für mich ein politisches Projekt, das auf der Kombination von Ökologie und Demokratie beruht. Und diese Verbindung dürfen wir nicht aufgeben, auch weil die Demokratie letztlich die innovativere und eine Gesellschaftsform, eine politische Form ist, die korrekturfähig ist. Ich lasse es jetzt hiermit, rede jetzt nicht mehr über den ganzen politischen Rahmen, den man dafür braucht. Ich glaube keineswegs, dass das von alleine alles kommen wird, sondern dass wir eine sehr aktive Politik dafür brauchen, Politik, die ökologische Leitplanken für die Märkte setzt, auf globaler und auf nationaler Ebene. Eine starke Zivilgesellschaft, eine kritische Zivilgesellschaft, Opposition, Skandalisierung aus der Gesellschaft heraus ist eine wichtige Korrektur, aber eben auch die Kraft, die aus der Wissenschaft kommt, und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Und in der Allianz können wir, glaube ich, diese große Transformation schaffen. Vielen Dank.